Ja, dieses Wochenende ist Tag der Schiene. Und ratet mal, in welchem Bundesland es keine Aktionen gibt, die den Tag der Schiene feierlich begehen sollen. Ja, natürlich in Schleswig-Holstein. Die ganze Woche vom 16. bis 22. September war ja auch die sogenannte Mobilitätswoche. Das ist egal, wie die Wochentage in dieser Woche liegen. Jedes Jahr die sogenannte Europäische Mobilitätswoche, wo es um Themen der Mobilität geht. Der eine oder andere von euch, dem mir Instagram folgt, hat auch vielleicht schon meinen Post dazu gesehen. Und damit willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal zum Park der Schiene bzw. zur Europäischen Mobilitätswoche. Ich bin leider unter der Woche nicht dazu gekommen, hier auf dem YouTube-Kanal was zum Thema zu machen. Das möchte ich jetzt hier nachholen. Ich dachte mir, weil ja dieses Wochenende gleichzeitig auch Tag der Schiene ist, mache ich mal ein Video mit 10 Gründen, warum der Transport von Gütern und natürlich auch Menschen per Schienenverkehrsmittel stärker gefördert werden sollte. Punkt 1 ist die Umweltfreundlichkeit. Der Schienenverkehr hat nämlich eine deutlich geringere CO2-Bilanz pro transportierte Einheit. Das liegt einmal daran, weil viele Schienenverkehrsmittel elektrisch betrieben werden, aber auch, weil die CO2-Bilanz ja immer auf die Personen runtergerechnet wird. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch immer, dass Dampfloks viel nachhaltiger sind, als sie oft dargestellt werden, insgesamt sogar nachhaltiger als Dieselzüge. Dazu verlinke ich mal ein Video oben in den Infokarten. Es ist also so, dass Schienenverkehr insgesamt zur Reduktion der Treibhausgasemissionen beiträgt. Zweitens, Energieeffizienz. Züge sind in der Regel energieeffizienter als LKWs oder Flugzeuge, da sie große Mengen an Gütern und Passagieren transportieren können. Gerade hier in Schleswig-Holstein haben wir über 900 Meter lange Züge. Und ich bin der Meinung, man sollte in ganz Deutschland so lange Züge zulassen, ja, weil man dann viel mehr Güter transportieren kann. Und wenn wir uns mal vorstellen, ein Güterzug entspricht im Durchschnitt 30 bis 40 LKWs. Ja? Und wenn man das dann wieder umrechnet, kann man sich vorstellen, unsere Autobahnen werden viel leerer, unsere Straßen werden viel leerer. Ich bin nämlich der Meinung, Güterverkehr sollte nur die letzten Meter vom Güterbahnhof zum Geschäft stattfinden. Auch Verteilzentren sollten grundsätzlich mit Gütern per Schiene beliefert werden. Jedes Verteilzentrum sollte einen Güteranschluss haben. Die Post hat mittlerweile den Auftrag bekommen, ihre Verteilzentren besser an die Schiene anzuschließen, weil man eben festgestellt hat, dass ganz viele Verteilzentren an Bahnstrecken liegen, aber gar keinen entsprechenden Anschluss haben. Etwas, das mir übrigens schon vor 10 Jahren aufgefallen ist, aber da hat mir niemand zugehört. Drittens ist die Kapazität von Schienenverkehrsmitteln wesentlich besser. Ein langer Zug, ja, kann mehrere hundert Leute transportieren, so ein durchschnittlicher 200 bis 300 Meter langer Zug. Das reduziert ungemein die Menge. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist viertens die Sicherheit. Schienenverkehrsmittel sind sicherer und haben eine geringere Unfallrate als andere Verkehrsmittel. Denn sie sind an die Schiene gebunden und es kann eigentlich, solange sie nicht in Gleisen, nichts passieren, weil die Schiene führt das Verkehrsmittel. Man kann nicht plötzlich falsch abbiegen oder den Lenker verlieren, denn der Schienenverkehrsmittelführer, der lenkt das Verkehrsmittel nicht. Er unterscheidet nur zwischen schnell und langsam, also in der Beschleunigung. Und lenken tut sich das Verkehrsmittel durch die Stellung der Weichen allgemein von selber. Und interessant ist, dass wesentlich mehr Unfälle mit Straßenverkehrsmitteln passieren wie mit Schienenverkehrsmitteln. Und wenn Schienenverkehrsmittel mit Straßenverkehrsmitteln kollidieren, liegt das meistens daran, dass die Fahrzeugführer von den Straßenverkehrsmitteln das Schienenverkehrsmittel nicht ausreichend genug beachtet haben. Fünftens, wie ich schon angedeutet habe, werden durch Schienenverkehrsmittel Straßen entlastet. Denn alles, was per Güter und auch alle Personen, die mit Schienenverkehrsmitteln fahren, fehlen ja nach auf der Straße. Da gibt es auch schöne Bilder, eine Straßenbahn entspricht drei Bussen, ja, mehreren Autos, ja, und ganz vielen Menschen. Und wenn man sich anschaut, dass häufig in einem Auto durchschnittlich nur eine Person sitzt, dann bedeutet ein Schienenverkehrsmittel mit 80 Sitzplätzen 80 Autos weniger. Dann sechstens, es können langfristig Kosten eingespart werden.
Denn die Anfangsinvestitionen in Schienenverkehrsmittel sind oft wesentlich höher. Die Betriebskosten von Schienenverkehrsmitteln sind aber langfristig gerechnet oft geringer wie die Kosten für Straßenverkehr. Denn Schienen werden wesentlich langsamer abgerieben als Straßen. Viele unserer Straßen sind 30, 40 Jahre alt und müssen jetzt erneuert werden. Manche vielbefahrene Straßen müssen nach 20 Jahren erneuert werden. Viele Bahnstrecken, die aktuell erneuert werden, sind über 100 Jahre alt und mussten in diesem Zeitraum nur an wenigen Stellen nachgebessert werden. Und das liegt nicht daran, wenn man nicht da rein investiert hat, sondern weil die Schienen so lange gehalten haben. Denn Schienen sind aus Stahl. Dann siebtens kann man Schienenverkehrsmittel viel besser in multimodale Verkehrssysteme integrieren. Man kann im Zug sein Fahrrad mitnehmen. Man kann sein Auto mit auf den Zug nehmen. Es gibt ja Autozüge. Und man kann theoretisch auch Busse im Zug transportieren. Man kann Züge auf Fähren transportieren. Ja, man kann LKWs auf dem Zug transportieren. Das heißt, der Zug ist das multimodale Verkehrsmittel Nummer 1. Das Verkehrsmittel, das alle anderen Verkehrsmittel miteinander verbindet. Und deswegen ist allein das schon ein Grund, mehr in Schienenverkehrsmittel zu investieren. Achtens kommt jetzt die wirtschaftliche Entwicklung. Der Ausbau von Schienenverkehrsmitteln hat immer wirtschaftliches Wachstum gebracht. Und oft sind viele Regionen zugrunde gegangen, viele Städte, die einst floriert haben, wenn plötzlich der Schienenverkehrsanschluss verschwunden ist. Und es gibt nur wenige Straßen, die einen ähnlichen Effekt auf ihr Umfeld hatten wie ein Schienenverkehrsanschluss. Und wenn wir uns mal die Regionen in Deutschland anschauen, die ein sehr langsames Wachstum haben oder deren Wachstum zurückgehen, dann sind das oft Regionen, wo zu wenig in den Schienenverkehr investiert wird, Regionen, wo der Schienenverkehrsanschluss stillgelegt wurde. Und wenn wir wirklich Wachstum wollen, müssen wir mehr in die Schiene investieren, denn die Schiene ist das Verkehrsmittel, mit dem man alle Güter und Personen am besten und effizientesten transportieren kann. Und das bringt letztlich das Wachstum, was wir brauchen. Und das gilt auch für Schleswig-Holstein. Wenn jetzt Northvolt kommt, dann muss Schleswig-Holstein in den nächsten 5 Jahren entsprechend in die Schiene investieren, ja, denn sonst bringt ihnen Northvolt im Prinzip gar nichts. Hinzu kommt, dass eine Firma wie Northvolt natürlich fordert, dass der Schienenverkehr entsprechend gut ist. Das heißt, wenn wir diese Infrastruktur nicht bringen, kann es sein, dass sie in 5 Jahren sagen, ah, nee, wir wollen hier doch nicht bauen. Ja, und in vielen Ländern funktioniert. Man baut für ein Unternehmen neue Schieneninfrastruktur. In Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, das geht ein bisschen langsam voran. Es gibt aber auch gute Beispiele, zum Beispiel der Pfalz wird seit etlichen Jahren, wenn neue Unternehmen kommen, auch immer wieder da rein investiert. Das ist ein Schienenverkehrsanschluss. Dann neuntens, die Stadtentwicklung kann damit gestaltet werden und positiv beeinflusst werden. Denn Städte, die einen guten Schienenanschluss haben, die prosperieren letztlich auch immer. Und wenn man zum Beispiel Modelle hat, wie das Karlsruhe-Modell, wo Straßenbahn und Eisenbahn miteinander kombiniert werden, gibt es auch immer mehr Menschen, die in die Städte pendeln und auch immer mehr Menschen, die aufs Auto verzichten, wenn sie in diese Städte pendeln. Was genau das Karlsruhe-Modell ist, dazu verlinke ich auch mal oben was in den Infokarten. Und kommen wir nun zu zehntens. Schienenverkehr ist immer technologische Innovation. Es gibt kaum ein Verkehrsmittel, wo in den letzten 200 Jahren so viel Neues sich entwickelt hat, so viel verändert hat wie beim Schienenverkehr. Beim Schienenverkehr macht es am meisten Sinn, in Wasserstofftechnologie zu investieren, viel mehr als bei Autos. Schienenverkehr gibt es immer neue Innovationen hinsichtlich der Elektrifizierung, die man so bei Autos nie umsetzen könnte. Ein gutes Beispiel sind hier Oberleitungsinseln. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, das ich oben in den Infokarten verwende. Schienenverkehrsmittel können viel besser autonom fahren, denn die Strecken sind in der Regel frei. Situationen wie im Straßenverkehr gibt es im Schienenverkehr in der Regel nicht. Dadurch, dass das Verkehrsmittel schienengebunden ist, ist autonomes Fahren sowieso viel einfacher, weil man muss nicht plötzlich einem Hindernis ausweichen, weil die Schiene führt das Verkehrsmittel. Und wenn man sich so die Entwicklung der letzten 100 Jahre anguckt, dann war es letztlich so, dass viele Technologien, die später auch bei Autos benutzt wurden, eigentlich zuerst bei Schienenverkehrsmitteln aufgetaucht sind oder dass sich manche Entwicklungen erst etabliert haben, als sie bei Schienenverkehrsmitteln funktioniert haben und dann hat man sie auf andere Verkehrsmittel übernommen. Und
Die Straßenbahn zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, ja, sind in vielen Städten dazu geführt, ja, dass Menschen endlich mal weite Strecken innerhalb der Städte zurücklegen konnten. Die Eisenbahn war das erste Verkehrsmittel, das dazu geführt hat, dass Menschen ihre ländlichen Regionen verlassen haben. Und wenn wir das weiter fördern wollen, dass Menschen sich innerhalb Deutschlands, Europas vielfältiger bewegen können, dann müssen wir in die Schiene investieren. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist Schienenverkehr so wichtig für die Zukunft, dass es keinen Weg am Schienenverkehr vorbei gibt. Und deshalb wollte ich den Tag der Schiene nutzen, hier mal ein Plädoyer für den Schienenverkehr zu halten. Ich werde hier mal am Ende noch mein Video zum Thema Was ist Verkehrswende verlinken. Wenn ihr keine weiteren Videos darüber verpassen wollt, wie wir ökologischer und ökonomischer unsere Städte planen können und unsere Räume zwischen Städten, dann abonniert gerne diesen Kanal. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ach ja, vielleicht den einen oder anderen von euch, den merkt man im Schienenverkehrsmittel. Ciao!